Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Let's Play Final Fantasy 16. Ich bin es, MC Muffix. Beim letzten Mal waren wir mit unserem guten Freund Clive hier unterwegs und haben hier Benedetta getroffen. Eine der Personen, die ebenfalls hier in Dominus ist. Und hier eine furchterregende Kraft hat. Wir werden sie wahrscheinlich hier verfolgen, denn sie greift hier ein Völklein an von eigentlich Einheimischen. Wir haben beim letzten Mal schon einige ihrer Truppen besiegt und nun werden wir und Cid sie erstmal verfolgen, in der Hoffnung natürlich, dass wir Antworten finden, denn eigentlich suchen wir hier einen Flammenträger, der hier irgendwo sein soll. Besser spät als nie, sage ich immer. Ah, so nah waren wir also schon. Warum hat man wohl ein Dorf dorthin gebaut? Um die Ruine? Manche nennen sie ein Luftschiff. Aber fliegen scheint sie nicht mehr zu wollen. Schade, was? Glaubst du wirklich, dass wir einen Dominus in diesem Dorf finden? Mein Speer hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Deshalb sollten wir uns beeilen. Komm. So, Obelisken. Ein aktivierter Obelisk erlaubt Clive die Schnellreise zu dessen Standort. Er kann sowohl über die Weltkarte als auch über die Karte der Umgebung ausgewählt werden. Okay, ganz cool. Ich habe mich ja schon gefragt, weil auf dieser Welt haben wir zum Beispiel nicht zu dem letzten Wald, wo wir waren, hinreisen können, aber zu dem Obelisken könnten wir jetzt hin und wir könnten jetzt auch woanders hinreisen. Solche Pfeile habe ich schon öfter gesehen. Vielleicht sind es Wegweiser. Fasse niemals das seltsame blau schwabernde Ding an. Das ist eine wichtige Lektion. Okay, also, das oder Bälle Hügeltal. Wir sind ready. Jo. Schauen wir mal. Okay, gut, da hinten. Das heißt, wir streifen erstmal hier ein bisschen durch die Felder, laufen über ein paar hart erarbeitete Bodenschätze, wie wir es halt immer in Rollenspiel machen. Ah, das kennt man das ja gar nicht. Und. Ah, was haben wir denn hier? Ein Wolfshund. Was ist bitte ein Wolfshund? Und die wichtigere Frage, was ist der Unterschied zu einem normalen Hund? Ah, oh, jetzt packt ihr aber die Blitzmuse aus, ja. Also, das war Torgel. Tschüss, Torgel. Wir hatten ja eine sehr interessante Cutscene auch beim letzten Mal, wo hier uns Clive gesagt hat, dass, Verzeihung, Cid uns hier gesagt hat, dass er gezeigt hat, dass er ebenfalls hier ein Dominus ist von Ramo, dem Old Dude. Glaubst du, ich hab den jetzt nicht gesehen oder was? Sag! Eigentlich müssen wir. Ja, genau so. Eigentlich nur noch Kreis machen und hin und her hüpfen. Das ist das einzig Wahre. Ja, cool. Okay, ich hatte mir jetzt irgendwie gewünscht, wenn wir langlaufen, dass es irgendwas gibt, aber scheinbar waren das hier nur die Wölfe, die meine Belohnung waren. So oder so. Wie gesagt, er wurde hier vom Oldman Ramo ausgewählt und ist darüber auch nicht glücklich, so richtig. Und sein Wunsch ist es auch, dass die Menschen, die eben hier Dominus sind, nicht als Menschen zweiter Klasse als Waffe gelten, so wie es ja hier nun zu oft schon der Fall ist. Ja, definitiv, Feinde. Definitiv Feinde, es sind immer Feinde. Es können nur Feinde sein. Zack! Die Exekutions können immer nur werden, immer nicer, Mann. So, Torgel managt hier, tut hier im Alleingang was machen, keine Ahnung, was Cid tut. Zack! Okay. Auf jeden Fall keine Freunde. Frag doch mal die Nächsten, die wir treffen. Das klappt bestimmt. Hast du wieder deine Gummibärchen in der Früh gegessen, weil du so mega lustig bist, Cid? Mir gefällt irgendwie die Architektur von dem Spiel so mega gut, Mann. Sieht so cool aus. Die ganzen Bauwerke hier. Okay, Auftrag in der Nähe. Also, Bossfight time?
keine Valuta in Sicht. Aber sonst sehe ich auch niemanden. Es ist mir zu ruhig. Da ist was faul. Was tun wir jetzt? Suchen wir unseren Speer. Du von hier, ich gehe hinten rum. Und was mache ich, wenn ich ihn finde? Gute Frage. Schreien. Subtil. Ich hab schon erwartet. Ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Ich hab schon erwartet, dass wir echt hier so zu zweit durch die Gegend streifen hier. Jemand muss hier doch sein. Okay. Das hat mich gerade erschreckt. Und hier alles mit Leichtigkeit besiegen, ihr wisst schon, Dominos und Ding. Also Sid. Wie bist du reingekommen, wenn du hinten rum reingekommen bist? Ah, frag nicht. Das ist einfach hart, keinem Bock mehr zu helfen. Die Glühwürmchen sehen auch übrigens sehr schön aus. Das klingt wie ein Kind. Kind, keine Sorge, hier kommt der Mann, der aus den Flammen kommt. Komm, süßes kleines Kind, wie geht's denn? Hast du was gesehen? Keine Sorge, ich gehöre nicht zu denen. Mein Freund und ich, wir sind kaiserliche Soldaten und wollen helfen. Weißt du, wo deine Eltern sind? In der Kirche. Dann werde ich sie finden und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit sind. Du bleibst hier in deinem Versteck, ja? Dann auf zur Kirche. Theoretisch könnten wir das ja jetzt sagen und dann könnte man es wieder zusammentun. Aber ich merke schon, Sid will einfach nur irgendwo in der Ecke chillen. Man sieht hier, das sieht eigentlich alles sehr belebt aus, aber es ist halt keine Menschenseele hier unterwegs. Ganz, ganz böses Gefühl. Ganz, ganz böses Gefühl. Laufe ich hier eigentlich gerade den planlosesten Weg überhaupt? Nö, ich bin schon richtig. Ich dachte gleich, ich laufe irgendwie gerade am Monsterbogen. Ja. Ich denke mal, wir werden mal wieder sehen, wieso Benedetta und so nicht so freundlich sind, aber da wir gesehen haben, wie die mit uns umgehen, wen wundert's? Der Mann verreckt hier. Wir brauchen einen Heiler. Maul halten da drin. Ja. Du bist spät. Mach Platz. Wer bist du denn? Clive! Dachte, du kommst nicht mehr. Du lebst ja noch, Gav. Gerade so. Hab mich um die Leute hier gekümmert, aber... Du hast tatsächlich geschrien. Alles gut, er gehört zu mir. Sind das alle? Nein, es waren noch mehr. Die Valuta haben vorhin einige der Träger hier rausgeschafft. War ein Dominus dabei. Kann sein. Ihm stand's nicht auf der Stirn geschrieben. Dreimal darfst du raten, wo der hin will. Clive, ihm nach. Wieso muss es eigentlich immer? Könnte sich Torgelmann der schneller? Wieso kann ich nicht diesen Phoenix Dash machen? Ah! Okay, wir werden auf jeden Fall hier in der Falle gelockt werden. Aber egal. Typisch Shit übrigens. Also, er ist genau so seltsam drauf zu uns wie zu allen anderen. Das ist immer das, was mir aufmuntert, dass er nur nicht so zu uns ist. Also, wo bist du, mein Freund? Wir haben seine Begleiterin. Also wird der Dominus sich früher oder später zeigen. Sehr gut. Und die Träger?
Sie sind bereits auf dem Weg nach Carnauvon. Vielleicht brauchen wir sie noch, falls uns der Dominus entwischt. Alles unter Kontrolle. Sie werden nicht zu Schaden kommen. Ihr habt mein Wort. Meine Herren, zum Wohl. Stoßen wir an. Danke. Trinken wir auf die Herren des Winds und den König. Oh, den Fussel trinkt man hier? Tja, das erklärt zumindest ihren faulen Atem. Lady Benedicta! Kaiserliche! Und statt sie umzubringen, führst du die Ratten direkt zu uns? Gnade! Na, wen haben wir denn hier? Ein kaiserlicher Träger. Gut, hatte schon Langeweile. Oh mein Gott, was sind, was hat sie denn hier? Damn you. Okay, da sollte man vielleicht lieber weggehen und... Sehr schön. Jetzt müsste ich sie nur noch mal hier erreichen, Mann. Gar nicht mal so einfach. Wunderschöne Attacke reingelaufen. Okay, wir müssen ein bisschen hier aufpassen. Definitiv Benedetta hier spielt aktuell nur mit uns. Zack! Und schickt hier der Bestie auf uns. Aber wir sind ready, Mann. Oder auch nicht. So, okay, jetzt macht sie wieder den, dann fliegt sie auf uns zu. So, dann den. Langsam habe ich hier den Moves raus. Okay, neue Attacke gleich mal. War ja fast klar. Ha! Keine Ahnung, wieso sie mich jetzt nicht getroffen hat damit. Oh, Torgal! Okay, wieder der Move. Dann kommt sie angedotzt. Wisst ihr, das ist halt wirklich, was mir an dem Kampfsystem gefällt. Es ist halt wirklich anders als, ich sag jetzt mal, klassische Rollenspiele, taktischere Rollenspiele, langsamere Rollenspiele. Es ist halt wirklich, da merkt man halt die Struktur aus den God of War, Bayonetta Entwicklern. Attack Patterns lernen und dann draufhauen. So, komm! Oh, 5-9, sehr gut, glaube ich. Hätte jetzt einfach mal so behauptet. So. Und das ist halt, wie gesagt, etwas, was mir natürlich auch als der hier sehr gerne so Slasher-Game spielt. Eigentlich sehr sympathisch. Zack! Weil auch wenn die Gegner mal wieder neue Attack-Patterns raushauen, man gewöhnt sich so langsam an das Muster. Und deswegen kann man sie leichter besiegen. Also,
Kampfsystem ist echt top in den ersten Minuten. Machen wir nicht immer perfekt, aber läuft. Besonders, da wir die Easy-Items abgelegt haben, wird es ja nun auch deutlich anspruchsvoller. Level up! So. Und jetzt müssen wir gegen die Queen hier selbst kämpfen. Gar nicht mal so schlecht für einen Träger. Safe! Was für eine Überraschung. Die Drecksarbeit überlässt du immer noch deinen Schützlingen. Du hast dich damals nicht beschwert, Benedikta. Sag, Sidolphus, sei ehrlich. Warum hast du dein Königreich verraten? Das war eine Frage, Herr Kommandant. Warum? Ich hatte einfach genug von dir und deinem König. Was willst du dann hier? Das sind meine Träger. Was hast du vor? Das geht dich doch nichts an. Lady Benedicta! Wir haben den Dominus gefasst! Ach, nie hat man seine Ruhe. Und weg ist sie. Hat sie gesagt, wo sie hin will? Nein. Dann zurück nach Kielbrück. Vielleicht weiß dort jemand mehr. Wir können sie doch nicht... Überlassen wir das unserem Gav. Der Kerl hat einen Riecher für sowas. Glaub mir. Also, es ging nicht um die Träger, ja? Sie wollten einen Dominus? Richtig, ja. Sie dachten, wir verstecken ihn. Wer holt sich denn freiwillig so ein Monster ins eigene Haus? Nicht für ungut. Als niemand geredet hat, haben sie die Träger zusammengetrieben. Und die anderen dann auch gleich alle. Ganz schön rohe Gesellen. Haben sich wohl erhofft, dass jemand von euch auspackt. Wisst ihr, es wäre nicht so weit gekommen, wenn ihr meiner Einladung gefolgt wärt. Ja, da hast du wohl recht, aber wir haben leider keine Wahl. Unsere Heimat ist hier. Das heißt nicht, dass wir dir nicht helfen. Und darauf trinke ich ein. Oh, treibe die Kund von Prinz Dion ins Land. Hat Dutzende Drachen gezähmt und gebannt. Jahrhunderte Scharen führt er an der Hand und tausende Feinde sind rasch übermannt. Er fährt aus dem Himmel und spaltet die Erd. Sein Speer hat den Sturm sich vor jedem zu, Clive. Rache wird ihn nicht zurückbringen. Niemals. 13 Jahre sind das. Ein Feuerdominus hat meinen Bruder vor mir ermordet. Und ich konnte nichts tun. Aber jetzt kann ich es. Ich kann den Schuldigen dafür umbringen. Und mein Bruder in Frieden ruhen. Und danach ist mir alles egal. Schicksal. Du willst dich deinem also fügen. Hm.
Die große kaiserliche Armee zeigt uns ihr wahres Gesicht. Eine Handvoll stümperhafter Gauner und Feiglinge, die sich hinter steinernen Mauern verstecken müssen. Gut, Bahamut mag hunderte Heerscharen führen, doch verteidigt er vielleicht ein Kartenhaus, das beim kleinsten Windstoß in sich zusammenfällt. Willst du mir sagen, warum du dich nicht wehrst? Du besitzt die Kraft, Götter zu bezwingen. Deine Flammen haben den Phönix vernichtet. Doch du kämpfst nicht. Du fliehst nicht. Du leugnest deine Gabe. Vielleicht bist du abgelenkt. Mein Angebot steht noch. Schließ dich uns an und du erhältst den Respekt, der unsereins zusteht. Lord Margrave, nicht! Ich gebe dir etwas Zeit zu überlegen. Sei nett zu ihnen, ja? Clive. Wach auf, Gerf ist da. Kernovan. Eine der Festungen des Kaiserreichs. Nur offensichtlich nicht fest genug für die Valuta. Sie haben die Träger dort eingelocht, kein Zweifel. Benedicta wird mit einer kleinen Gruppe gereist sein, um unbemerkt zu bleiben. Das heißt, die Gefangenen wird sie an kurz alleine halten. Wie auch den Dominus. Ja, wir beide suchen uns einen Weg rein. Und drin spüren wir sie auf. Und was mache ich? Gute Frage, Gav. Du wartest vor dem Kehr und siehst zu, dass die Träger wegkommen. Wie langweilig. Kann er das nicht machen? Clive hat nicht einen Riecher. Im Dunkeln stolpert er doch eine Klippe runter. Komm schon, Gav. Du bist der Mann dafür. Tja, wenn du es so sagst. Dann gehe ich am besten schon mal vor und sehe mich gut um. Wehe, du lässt ihn hängen. Schon klar. Also, geht's los? Nicht so schnell. Wir warten bis morgen. Aber warum denn das? Wenn wir jetzt schon gehen, kommen wir genau an, wenn's dämmert. Willst du mit den Wachen dort frühstücken? Denk nach, Clive. Die sind noch nicht lange da. Wir müssen nichts überstürzen. Das ist unsere einzige Chance. Die wollen wir nicht vertun. Oder? Nein. Okay, im Schatten der Nacht. Nun beginnt hier unsere bis auf freiwillige Hauptmission. Im Verlauf der Geschichte werden immer neue Gegenstände gestartet und Bittchen sowie neue Schmiede bei Pläne machen. Genau, weil ich dachte mir, wir dürfen jetzt, bevor wir uns jetzt erstmal mit Daubsäulen machen, dürfen wir erstmal uns ein bisschen umschauen. Okay. Jetzt sind wir in einem Dorf noch. Sieht auch um einiges schöner, belebter aus als noch beim letzten Mal, wo wir durchgewandert sind. Es war nicht so schwer, aber trotzdem. Auf jeden Fall, das ist interessant, ist diese seltsame Person, die Clive
ganz kurzzeitig gesehen hat, bevor eben hier der Feuerdämon kam und seinen Bruder besiegt hat. Na gut, bleiben wir mit dem Händler. Was kann ich heute für dich tun? Langschwert? Brauche ich das? Oh cool, das ist besser als das Langschwert, was ich habe. Wieso habe ich mir dann das andere gekauft? Toll? Sehe ich da nicht besser einfach an allen Werten? Ja gut, dann. Merk schon, ich wurde wieder abgezockt. Wie eh und je. Wir könnten eigentlich mal, bevor ich jetzt hier dumm ausrüste. Ausrüstung? Gut, ist alles schlechter. Was haben wir hier? Ja. Was haben wir hier? Erhöht die Wirkung von Heiltränken um 20%. Erhöht den Angriffswert um 7%. Wie gesagt, ich möchte nicht diese Cheater-Ringe ausrüsten. Die war jetzt, weil ich am Anfang diesen Story-Modus ausgewählt habe. Aber die möchte ich nicht einsetzen. Die sind zu langweilig. Bin in einer komplexen Kombination durch einfaches Drücken von 4x, solange der Ring angelegt ist. Weicht auch du. Nee. Verlangsamt Zeit vor einem vermeidbaren Angriff. Erhöht den Verteidigungswert. Sowas machen wir. So, die Wirkung von Heiltränken kann man immer gut brauchen. Erhöht den Angriffswert. Okay, passt. Was kann ich heute für dich tun? Viel interessanter. Was ist das? Bist du teuer. Heiltränke haben wir voll, Supertränke haben wir. Kaufen wir uns nicht, die finden wir schon. Boah, das kaufen wir auf jeden Fall. So, bitte. Weil wir ein bisschen hier Geld zusammenbekommen, jo. Bist du zufrieden? Passt. Erstmal pleite. Wer muss schon Sachen schmieden, wenn man sie sich einfach kaufen kann? Viel leichter. Quinten, mein Bester. Wir würden gern bei dir übernachten. Das dachte ich mir. Wo hast du den gefunden? Den hier? Die Geschichte glaubst du mir eh nicht. Quinten hier ist ein alter Freund und steht im Grunde auf unserer Seite. Ach wirklich? Also weiß er auch von eurem Versteck. Wer hätte gedacht, dass es so viele gibt, die Trägern helfen wollen? Soweit ich weiß, landet man für sowas schnell auf dem Schafott. Der Gefahr bin ich mir bewusst. Doch sie zahlt sich für mich aus. Und was könnte sich mehr lohnen als ein eigener Dominus des Feuers? Ein Dominus? Nein. Einen Dominus habe ich hier noch nie gesehen. Natürlich nicht. Nein, aber in Kielbrück bleibt nichts verborgen. Nicht einmal ein kleines Brandmal. So etwas bemerkt man hier sofort. Und wie ein herumschnüffelnder Träger behandelt wird, kannst du dir sicher selbst denken. Dein Blick verrät, dass du fürchtest, auf taube Ohren zu stoßen. Wie so oft, seit dem Tag, an dem du gebrandmarkt wurdest. Kopf hoch. Ich habe nämlich eine Lösung für dein Problem. Kleiner Freundschaftsdienst für Sid. Für dich. Du wirst erstaunt sein, wie schnell du die Leute damit zum Reden bringst. Mögen die Mütter dich segnen. Auch wenn wir in Sandbreck sind, hier in Kielbrück, ist sein Wort Gesetz. Und wieso? Das willst du erstmal nicht wissen. Glaub mir. Jeder Mensch in Kielbrück weiß, was das Siegel bedeutet. Und was passiert, wenn man nicht spurt. Wir können hier sitzen und Däumchen drehen oder mit deinem neuen Geschenk den Dominus finden. Denk nach. Dann begeben wir uns erstmal auf Suche. So, was, wie weit wir hier kommen. Sammeln Informationen bei den Dorfbewohnern. Werden wir tun, doch jetzt mal wäre es mal eine Kleinkarte. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir hier die nötigen Informationen finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.